April 1967. Die Ankunft von Stalins Tochter Svetlana in den USA. Eine Sensation. Sie sagte, ich bin frei, ich bin frei. Die Tochter des Roten Zaren, übergelaufen zum amerikanischen Feind. Wie reagieren die sowjetischen Machthaber? Sie haben alles versucht, Svetlana abzuhalten. Eine Möglichkeit war, sie zu töten. Einst war sie Stalins Liebling. Er vergötterte sie, nannte sie Spätzchen. Dieser Mann, der seine politischen Gegner erbarmungslos verfolgte, konnte zu seinem Lieblingskind ausgesprochen zärtlich und liebevoll sein. Der Tyrann und seine Tochter. Sie hat gesagt, das Schlimmste an meinem Vater war, dass er noch nicht einmal vor der eigenen Familie Halt gemacht hat. Aus der kleinen Kreml-Prinzessin wird die berühmteste Überläuferin des Kalten Krieges, Stalins Tochter.